Hallo zusammen, heute ist der 1.8., Zeit für neue News. Und ja, es ist wirklich Zeit, denn die letzten News sind doch schon eine ganze Weile her. Und es ist einiges passiert, also an Projekten vor allem. Also wir haben Unepic angefangen, Unepic abgeschlossen. Wir haben Game Dev Tycoon angefangen, wir haben Game Dev Tycoon abgeschlossen. Wir haben DSA 2 abgeschlossen, wir haben mit Ultima Underworld angefangen, mit Rogue Legacy angefangen. Zwischendurch noch Update-Videos zu Wurm Online gebracht, einen Spieletest zu dem leider vermurksten DSA-Remake und. Also ja, da ist schon mal sehr viel passiert. Auf anderer Front, die Homepage ist soweit jetzt benutzbar. Ich habe jetzt ja über ein Jahr lang so Platzhalter gehabt. Jetzt haben wir eine richtige Homepage. Das alte Forum ist damit integriert worden. Das heißt, alle alten Posts sind vorhanden, alle alten Accounts sind vorhanden und dementsprechend ist da auch schon sehr viel Inhalt drin. Falls ihr euch also da mal austoben wollt, hier ist ein Link. Besser gesagt, unten in der Beschreibung ist ein Link. Oder einfach direkt auf gerugon.de. Und von da aus geht es dann überall anders hin. Also von da aus geht es zurück zum Kanal, von da aus geht es ins Forum. Da könnt ihr auch euch abonnieren lassen, dass wenn Neuigkeiten kommen, dass ihr die gleich per E-Mail zugeschickt bekommt. Und all so ein Schnickschnack halt. Gibt es auch Links zu Twitter und PayPal und Facebook, glaube ich, sogar von mir. Da hat sich der Chaos Shadow ganz schön ins Zeug gelegt und da bin ich noch sehr dankbar für, denn das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Er hat da jeden Tag mehrere Stunden dran gehockt und mit mir zwischendurch abgesprochen, dass es alles auch einigermaßen so wird, wie ich es gerne hätte und da bin ich wirklich dankbar für. Also, die Webseite ist jetzt neu und was haben wir noch? Genau, die Gamescom. Das ist auch nicht mehr sehr lange her. Müssten jetzt noch 3 Wochen knapp sein und ich werde da sein ab Mittwoch. Obwohl Mittwoch eigentlich nur für Fachbesucher Einlass ist und ich da leider keinen Zugang habe. Aber ich werde mich da einfach vor die Tore stellen und so lange warten, bis mich da jemand reinlässt. Und das wird schon irgendwie hinhauen. Und wenn nicht, kann ich ja einen von euch vielleicht da treffen oder einfach ein bisschen meditieren oder lesen oder was auch immer. Ich werde die Zeit schon rumkriegen. Allgemein werde ich in Köln sein bis einschließlich Sonntag. Also die gesamte Messezeit. Das heißt, falls ihr mich mal treffen wollt, ich werde zwischendurch auf Twitter und auf der Homepage posten, wann ich wahrscheinlich wo sein werde. Das kann ich aber erst machen, wenn ich da angekommen bin. Ich muss halt gucken, wo welche Veranstaltungen sind, wo es sich überhaupt lohnen würde, sich zu treffen, was gute Standpunkte wären und so weiter und so weiter. Also da müsst ihr halt dann auf der Twitter-Seite oder auf der eigentlichen Homepage nachgucken. Ja, und das war's auch schon an groben Neuigkeiten. Ich will das diesmal ein wenig kurz halten, denn ich habe noch ganz viel zu tun. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.